Hey Leute, ich bin Zweckpaverick. Ja, ich habe hier eben mal mit der Hake richtig schön Rasenfilz bei mir hier rausgeholt im Frühjahr. Und Rasenfilz hat natürlich Ursachen. Und diese Ursachen gilt es zu kennen und dann gilt es natürlich, ja, die Gründe für die Entstehung zu vermeiden. Und die möchte ich euch mal hier in diesem Video zeigen. Und dann möchte ich euch natürlich auch zeigen, wenn ihr es nicht vermeiden konntet, beziehungsweise wenn es schon da ist, wie ihr es dann entfernen könnt. So, hier könnt ihr einmal Rasenfilz sehen, der im Boden richtig drin ist. Das ist also hier alles abgestorbene Grasreste, die den Rasen so richtig verfilzen lassen. Zu meiner Verteidigung, ich weiß, wer sich verteidigt, klagt sich selbst an. Das hier ist bei mir eine Spielwiese. Ich kümmere mich hier nicht so gut um diese Rasenfläche wie um meine andere, die bei der Terrasse ist. Und deshalb ist hier ein bisschen mehr Filz drin, aber deshalb eignet sich das ganz gut hier zum Zeigen. Ja, der Rasenfilz muss natürlich entfernt werden, weil ansonsten erstickt er den bestehenden Rasen, der noch da ist. Und dann geht der auch noch kaputt. Und das ist natürlich nicht so toll. Deshalb mache ich das auch hier, dass ich das entferne, weil ein bisschen Rasen wollte ich ja dennoch haben. Ja, aber nicht nur ersticken tut dieser Rasenfilz den Rasen. Auch Feuchtigkeit bildet sich natürlich in so einem Rasenfilz. Und das bringt dann wieder Pilzerkrankungen vielleicht mit sich. Und auch Nährstoffe können nicht richtig im Boden durchdringen. Und deshalb ist das halt wirklich alles sehr, sehr schädlich für den Rasen. So, hier seht ihr einmal einen kleinen Teil meiner besser gepflegten Rasenfläche. Auch hier ist natürlich ein bisschen abgestorbene Grasreste drin. Die kann man dann mal so mit der Hand rausreißen, wenn es nur ganz, ganz wenig ist. Ganz einfach entstanden ist es bei mir durch Schnee. Schnee bleibt auf dem Rasen liegen und dadurch stirbt natürlich dann der Rasen auch ab. Es kommt keine Luft dran, es kommt kein Licht dran und das ist natürlich dann ja in dem Falle nicht vermeidbar gewesen. Wenn man dann mehr Rasenfilz im Rasen hat, beziehungsweise größere Flächen, kann man das ganz gut hier so mit einer Hake rausziehen. Ihr seht das, ne, es kommt hier ohne große Anstrengung im Prinzip raus und so entfernt man es. Ist natürlich anstrengender, als wenn man das mit einem Vertikutierer macht, hat aber den Vorteil, dass nicht so viel gesunder Rasen, der ja hier auch noch enthalten ist, mit rausgerissen wird. Ja? Aber wenn ihr natürlich große Flächen habt, die richtig verfilzt sind, dann hilft es nur zu vertikutieren. Da habe ich euch auch hier mal ein Video verlinkt, wie ihr euren Rasen dann richtig vertikutieren könnt. Ansonsten mache ich es, wie gesagt, immer ganz gerne hiermit. Das geht auch gut. So, wie kann ich es jetzt aber verhindern, dass mein Rasen hier so voll mit Filz ist, wie in dem Fall jetzt? Ich habe ja eine andere Fläche, die nicht so viel Filz hat. Ja, ganz einfach. Ihr müsst die Ursachen bekämpfen. Zum Beispiel, wenn ihr euren Rasen regelmäßig belüftet, und auch dazu habe ich euch an dieser Stelle mal ein Video gemacht, dann kommt mehr Luft in den Rasen rein. Der Boden ist nicht so verdichtet. Und das sind Gründe, warum zum Beispiel Rasenfilz entsteht. Und ja, wenn ihr also euren Rasen dann regelmäßig belüftet, so wie ich euch das in dem verlinkten Video zeige, dann habt ihr schon mal eine Ursache verhindert. Dann eine andere Sache, die ihr machen könnt, die bekämpft auch wieder einen verdichteten Boden. Das ist, dass ihr den Rasen ab und zu mal sandet, weil dadurch entsteht dann sozusagen eine Drainageschicht. Und dann kann natürlich das Wasser auch besser abfließen, besser weg. Und ja, somit habt ihr dann auch wieder einen Pluspunkt erreicht. Auch dazu habe ich euch hier an dieser Stelle mal ein Video gemacht. Eine zweite Sache oder eine dritte Sache, das ist jetzt das Rasendüngen. Auch das ist wichtig, weil natürlich so ein toter Rasen, der entsteht natürlich, wenn er keine Nährstoffe bekommt. Ist auch ein Grund dafür. Und wenn ihr euren Rasen halt kräftigt, schön mit Nährstoffen versorgt, dann stirbt weniger Rasen ab. Dann kommt der Rasen auch zum Beispiel, wenn ihr hier im Herbst nochmal düngt, viel besser über den Winter, wenn ihr das mit einem Herbstdünger macht. Auch dazu habe ich euch natürlich hier schon mal ein Video verlinkt, habe ich auch gemacht, ne, den Rasen im Herbst düngen. Und somit könnt ihr dann das so ein bisschen vermeiden. Ganz vermeiden lässt es sich nicht, wenn ihr zum Beispiel einen starken Winter gehabt habt. Dann kann mit viel Schneefall kann Schneeschimmel entstehen und an diesen Stellen stirbt dann der Rasen ab und dann entsteht halt so eine Verfilzung und das ist dann eben ganz normal. So, ich werde jetzt hier noch ein bisschen fleißig das ganze Zeug entfernen. Pflegt euren Rasen einfach gut. Das ist das Stichwort. Die Punkte, die ich genannt habe, sind
die meisten Ursachen für Rasenfilz. Aber auch zum Beispiel, wenn ihr im Sommer, wenn es zu trocken ist, den Rasen nicht wässert, dann stirbt er natürlich auch an Teilen ab, wo er dann ja wieder geschädigt ist. Deshalb habe ich euch hier mal eine Playlist verlinkt, wie ihr euren Rasen das ganze Jahr über ausreichend und gut pflegen könnt. Schaut euch das mal an. Ja, ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Hier könnt ihr mich auch gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr weitere Videos von mir. Ich sage bis dann, euer MacPatrick.